Der niederländische Club FC Twente wurde vom nationalen Fußballverband KNVB für 3 Jahre von allen europäischen Wettbewerben ausgeschlossen. Der Verband hat zudem eine Geldstrafe in Höhe von 42.500 Euro verhängt und den Fortbestand der Lizenz von Twente von dessen Zusammenarbeit mit der Lizenzkommission abhängig gemacht. Der Verein soll die Übertragung von Transferrechten an Spielern an die maltesische Investorengruppe Doyen Sports Investment verheimlicht haben, die auch in den Rekordtransfer von Verteidiger Eliakim Mangala von Porto zu Manchester City involviert war. Der niederländische Erstligist, der 2010 unter Steve McClaren seinen einzigen Ligatitel gewinnen konnte, hat nicht vor, in Berufung zu gehen. Allerdings dürfte Twente die Sperre für Europa derzeit eher weniger beschäftigen. Für den Tabellen-16. Geht es vorerst nur um den Klassenerhalt.